Los in Zwitserland im Frieden liegt das Däffling an dem See. Alioski? Sigi, wo bist du? Ja, ich bin gerade von Achsalm auf den Ski. Wunderbarer Tag. Du, siehst du auf Brienz Sachen? Ja, jetzt gerade nicht. Ich bin gerade bei Bramsen. Du, wir sind am Aufrichten. Siehst du uns hier auf der Lente? War gerade geschwind. Ich nehme gerade geschwind den Feldstecher bei der Hacke. Ich gehe gerade aufs Leibling, auf Schuhe. Jetzt gesehen ich. Ja, das sieht grandios aus. Tipptopp. Aber was hält dort noch etwas links? Ein bisschen gegen links. Nein, weißt du, von mir aus links? Von ihm aus gesehen, gegen Inderlachen. Ah, gegen Inderlachen, ja. Inderlachen. Ja, gut. Tipptopp. Und jetzt noch etwas drehen. Jetzt noch etwas drehen. Ganz weh, ja. Super! Sieht grandios aus. Super, super. Gut habt ihr das gemacht. Gratuliere. Es sieht tadellos. Gut. Was geht in der nächsten Sitzung? Gerade eine Flasche Brienzer Weissa. Super, ja. Merci, Sigi. Danke dir vielmals. Wir sehen dich ja noch in diesem Fall. He? Ja, bis zur nächsten Sitzung. Du rächst mich an, daheim. Merci. Tschüss. Hi, Sigi. Auf den aktuellsten Stand bringen. Dom. Halle. 100 Treffer. Strassenmalerei. Klappt das? Jawohl. Herzlichen Dank also. Weil dort können wir super schwingen. Hoffi, für die Jodler ist alles in Ordnung? Alles im Rahmen. Ich habe mich eins noch mit der Oberstadelf getroffen. Es ist mir da noch so eine Idee in sich gekommen. Wegen einem Liedli. Lebt mich lang überraschen. Gent. Und Oski. Talporbläser. Alles gut, okay. Eigentlich schon. Es haben sich recht viel angemolden. Und der Kohlplatz könnte gerade länger. Mehr blasen hat vom Morgen bis am Abend. Also, die Anmelde frisch ist ja abgelaufen. Was haben sich gehörig viel Formationen angemeldet? Wie läuft denn eigentlich die Helfersuche? Ja, gell, für die meisten ist der Juni halt noch weit fort. Aber es geht meistens gleitiger aus, als man meint. Ja, das ist genau so. Es gibt einen Tatsch und einen Klapf und einen Sommerbrettscheiss und schon kann Mummi See baden. Ja, bis jetzt haben sich nur eine Handvoll angemeldet. Und wir brauchen Helfer für ca. 8000 Helferstunden. Ja, gell, in den meisten Leuten ist auch nicht unbedingt klar, dass es nicht nur Leute zum Servieren braucht. Ja, das ist es. Gell, Marianne? Auch zum Abräumen und zum Abwäschen. Ja, ich bin gerade ein Hotel da und kann helfen. Ja, nicht nur servieren, abräumen und abwäschen. Wir brauchen noch Helfer, die einen Shuttlebus fahren können. Leute, die für den Infostand. Es soll er mal noch gestern angehen. Wir brauchen noch Helfer für Auf- und Abzubauen. Und. Und darum, ihr lieben Helfer, wenn ihr von Herzen gerne helfen könnt, dann meldet euch doch bei uns. Wir können alle brauchen, nicht nur die Studierten.
Melden könnt ihr euch beim Brienz-Tourismus oder auf unserer Webseite jodlerfest2019.brienz.ch. Alle Infos findet ihr unter Anmeldung Helfer, Helferinnen, egal ob einzig oder als Verein. Wir können alle brauchen. Und darum, ihr lieben Helfer, lädt uns nicht hangen. Meldet euch doch an, wir brauchen noch einen Haufen Leute. Es wurde uns freuen! Prost! Da, apropos Prost. Wer macht eigentlich mit den Festwirtschaften? Weil das Essen und das Reichen, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Natürlich, nebst den Darbietungen. Also die Festwirtschaft wird von Hiesigen geführt. Das Festzelt auf der Lindeln, von Hucklen, beim Bären und Fischerbrunnen gemeinsam, von Micho Bruni, vom Hotel Brienz und vom Chemie Hitli. Und die Zelt auf dem Restliplatz werden von verschiedenen Sportvereinen geführt. Brav machen die das. So zu sagen, geschaut zuerst Brienz. Das ist der Zelt. Und der wird von der BLS, das Motorschiff Jungfrau, beim Bären vor Arlenti abgebunden. Da haben wir einen Haufen Leute Platz. Wir bauen sozusagen auf den See raus. Ja. Du, wie sieht es eigentlich mit unseren Sponsoren aus? Also die Hauptsponsoren haben wir eigentlich zusammen. Aber das mag noch etwas erleiden. Im Festfeier, das Mitte Februar gedruckt wird, hat es noch Platz für das eine und das andere gut platzierte Inserat. Jetzt ist noch etwas. Ich habe langsam Hunger. Ja, wir haben Flickmerk, der Leiter von der Schnitzlerschule, kontaktiert. Hey! Hallo Merk! Hallo Segen! Ciao! Oh, jetzt bin ich da. Ja, Sven, du bist du gewesen. Hast du den Namen mit mir noch geschaut, wegen Jodlerfest? Weißt du, ich bin auch noch Präsident vom Bildhauerverband. Ja. Wir haben die Idee gegeben oder überlegt, dass wir noch unser Handwerk besser präsentieren können am Jodlerfest. Und ja, wir haben die Idee gegeben, wir könnten lebensgrosse Figurennetze und im Dorf verteilen. Bob's Tode! Das ist dann grossartig! Aber eben, wir vom OK aus können da leider nicht mithelfen. Weisst du, Sponsoring, das ist... Ja, weisst du was, das ist kein Problem. Wir haben alles selber gestaunt, aber wir haben das Geld schon beieinander. Wir haben auf ihnen so grosszügige Unterstützung bekommen und können jetzt auch so... zwischen 9 und 11 Figuren können wir schnetzen. Potz, da drin. Das ist denn genial? Gell, das Alte ist es, wir müssen es nur noch herstellen. Ja. Was wollen denn die Figuren darstellen? Ja, der kommt auf dem Kreisel und dann etwas Eingangsdorf, Ausgangsdorf, bei Lotthorenbahn, bei BRB. Aber jetzt zeigen wir es sonst gerade. Nora ist gerade dran, die ist gerade ein Modell. Gell? Grüß dich, Herr Ron. Grüß dich. Das ist Nora, sie ist im dritten Lehrjahr. Hallo. Sie macht jetzt gerade den Fahnenschwinger. Also ein kleines Modell, für dann die lebensgrosse Figur schnetzen. Das ist schön, dass ihr eure Initiativen ergreift und das hier einführt. Merci, Merk. Ja, danke auch, Sege. Nora, merci. Merci auch. Und viel Glück. Merci. Ah, ist das schön. Wunderbar. Ja, das ist gut geheizt. Marianne, man kann sich gerade so dran gewöhnen, für die Aktwärme hier. Warum? Willst du in die Ferien? Ja. Ja, was wolltest du denn? In Süden? Etwa auf Spanien? Nein, auf Dubai. Dort ist dann manchmal 30 Grad im Schatten. Das wäre mir zu warm. Ja, 30 Grad. 45 Grad kann das werden. Im Schatten, der Tappi. Ich bin nämlich nicht gern am Schatten. Hey! Willst du nicht reinkommen? Marianne? Nein, ich kann nicht schwimmen.
Schwimmring hätten wir einmal schon Annis. Also Hofi, du bist sicher für ein ganzer gehöriger Charmeur gewesen, hä? Ja, früher war kein Rock vor mir sicher gewesen. Bis ich eins auf Schottland in die Ferien bin. Oh, da bin ich erklärt. Marianne, das Fondue ist noch etwas dick. Können wir noch einen Sprutz Kirsch haben? Gell, Mama, das war eine gute Idee, dass wir unseren Frauen erzählt haben, wir müssen uns mehr sportlich betätigen und müssen mehr schwimmen und etwas tun für unsere Figur. He? Ja, du! Noch eine Runde! Jawohl! Ja! Ja. Rundungen vernichten da! Noch eine Runde! Eine zweite Runde! Und eine dritte Runde! Jawohl! Ja! Ja. Du, Marianne, es ist gäng noch zu dick. Kannst du ein bisschen Kirsch trinken? Oh. 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 Letzte Mal. Mal. Gut, ja. Du, habt ihr nicht etwas vergessen? Was? Wir haben Passholz in Oala. Ja. Oder messen wir drauf? Lieber nicht, aber ich rede von der Festabzeichen. Oh. Anlegen, sonst drehen mich das mal 10 an im Bock. Festabzeichen, schön. Ja. Schick sieht es aus. Oh. Hast du denn nicht nichts, ja. Hä? Das Jodlerfest. Jawohl, Gesundheit. Alles Gute im Leben. Jetzt wird es langsam frisch. Hä? Ja, warte noch mal. Warte Gott. Ah, es wärmt. Ja, aber du weißt ja, dass Alkohol innerlich wärmen nur ein Mythos ist. Warte. Jetzt lerne ich gerade drinnen durchlaufen, Hitzer an. So, Mann! Von jetzt an wird nur noch jodelt. Wir vier vom Mokka sitzen hier im Hotpot und diskutieren allerlei. Dass denn das Fest auch gut kommt, brauchen wir auch helfend Hand. Drum meld du dich an, komm helfen, wir wären froh. Ja, also, Prost! Das kommt gut, das Jodlerfest. Ja, wenn das Wetter gut kommt. Es kommt gut! Ja. Wir vier hier, wir richten es aus. Das Jodlerfest, das ist kein Gruß. Das wird schön, das sehen wir schon. Im Juni zu Brienz, darum komme ich hier. Prost! Los im Schweizer Land, im Frieli, das Dörfli an den See, mit seinem Blut.